Ja, in unserer Session ging es darum, wie erreichen wir Eltern, die vielleicht erstens überhaupt nie auf einen Elternabend kommen, die vielleicht überhaupt gar nicht die Notwendigkeit sehen, dass Medienkompetenz in der Familie ein Thema ist. Dazu hatten wir eine relativ interessante und auch lebhafte Diskussion. Es ging darum, mal zu schauen, wie spricht man so eine Zielgruppe überhaupt an? Das heißt, wir müssen eigentlich dahin gehen, wo sie schon sind, auch wenn es bei Kaufland oder beim Fußballspiel am Wochenende oder sonst wie ist. Wir sollten versuchen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, mit diesen Familien vielleicht schon arbeiten, also Beratungsstellen oder Erziehungsberatungsstellen. Und ja, unser Angebot vielleicht auch überdenken, dass es eher visuell sein sollte und wir vielleicht im Netz und so weiter auch eher andere Sachen anbieten müssen, um Eltern zu erreichen, ohne dass sie gleich mit dem pädagogischen Zeigefinger überfordert werden.